Nein, doch. Tag, hallo. So, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Vulkanoids, wollte ich gerade sagen. Und zwar zu Void Train. Oh mein Gott, ich bin raus. Ich weiß gar nichts mehr. Ich weiß nur, dass wir hier verlängert haben und dass wir richtig geile Regalsysteme bekommen haben. Ein Driller für, glaube ich, Eis, wenn ich mich recht entsinne. Wir haben Schutzschild. Oh mein Gott, ich weiß, er sammelt unser Fridolin. Was war denn hier nochmal Phase? Ach ja, die Engine. Aber dazu müssen wir erstmal wieder ein bisschen farmen, ne? War, glaube ich, gewesen. Das heißt, ich würde erstmal sagen, wir fahren erstmal weiter. Und farmen erstmal wieder ein Ründchen. In der Hoffnung, dass ich nichts verpasse und alles mitnehme. So, aber das mit dem Regalsystem ist ja mega. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Das ist ja richtig gut. Das, was wir beim letzten Mal da entdeckt haben. Das Grüne nehme ich jetzt nicht mit. Ist mir egal. So. Ach, ist das schön wieder aufzunehmen. So. Da ist Eis. Da ist Scrap Metal. Andere Seite sollen wir auch mal gucken gehen, ne? Da ist, glaube ich... wie heißt das Grüne denn nochmal? Chemikalien, glaube ich, oder so, ne? Das ist Essen. Das nehmen wir mit. Hier ist Holz. Oh, wir brauchen so viel Holz. Ich hoffe, es gibt irgendwann einen anderen Brennstoff, den man nutzen kann. Das wäre noch ganz... Das wäre noch ganz prima. So, da haben wir wieder Holz. Ja, in der letzten Zeit kam ich nicht so ganz zum Aufnehmen. Arbeitsbedingt und auch privatbedingt. Deswegen habt ihr ein bisschen nachsehen. Aber ich habe ja immer wieder gesagt, wenn mal kein Video kommt, nicht böse sein. Dadurch, dass ich ja noch nebenbei am Arbeiten bin und... das ist ja hier nicht mein Hauptberuf, das ist ja Hobby. Das ist ja alles hobbymäßig und klar, warum nicht, wenn es geht, würde ich natürlich klar hauptberuflich machen wollen, würden, aber ich bin da jetzt nicht so hinterher, der sagt, hey, ich muss das jetzt auf Biegen und Brechen irgendwie schaffen, hauptberuflich zu machen, sondern ich mache das einfach, weil es mir Spaß macht, die Videos aufzunehmen und Spaß macht, euch die Spiele vorzustellen. Muss mal gucken, ich wollte heute eventuell, weiß ja nicht, wann ihr das Video guckt, ich nehme das jetzt gerade am 22.09. auf, damit ihr mal so ungefähr wisst, wann das war oder wann das ist. Ich wollte mal gucken, ob ich heute eventuell noch ein anderes Let's Play aufnehme, wo ich schon sehr, sehr lange drauf warte, was ich schon in der Pipeline habe, quasi. Denn... Das geht mir gerade ein bisschen zu schnell hier alles. Da gibt es nämlich einen zweiten Teil von. Ich verrate noch nicht, was es ist. Lasst euch überraschen. Ja, es wird auf jeden Fall sehr, sehr cool. Was ist das denn? Es wird auf jeden Fall sehr, sehr cool. Oh, er hat wieder gesammelt. Danke, Fridolin. Wo ich mich sehr darauf freue. So. Weil das der erste Teil ist schon sehr, sehr lange her. Sehr, sehr lange. Und ich bin gespannt, wo es da im zweiten Teil jetzt weitergeht. Deswegen lassen wir uns da mal überraschen. So. Als kleinen Tipp, es gab es mal im Epic Store kostenlos. So, das weiß ich wohl. Und ja. Gut. Vielleicht könnt ihr ja dann erahnen, was es vielleicht ist. Aber wie gesagt, ansonsten lasst euch einfach überraschen. Gucken, was kommt. Vielleicht läuft das ja schon, wenn das Video hier erscheint. Oh, da ist, glaube ich, noch Holz, ne? Das nehmen wir noch mit. Ich frage mich immer noch, ob man da hinten irgendwo hin kann später. So, da ist auch noch Holz. Ja, großes Backpack, wissen wir ja jetzt, wofür es ist. War ja für gewisse Sachen, oder beziehungsweise, die wissen wir immer noch nicht, ne, oder? Wir haben einen großen Backpack, aber wir, ah ja, doch, für große Gesteine oder so war das, ne? Wenn man irgendwie große Gesteine findet, glaube ich, war das, wenn ich mich recht entsinne. War, glaube ich, so gewesen, dass man dann, mitnehmen kann. Ich weiß aber noch nicht genau, wie man unseren Backpack quasi, verbessert. Also unseren normalen Hauptbackpack. Da müssen wir mal schauen. Ich finde es immer noch ein großartiges Game, muss ich sagen. Ich bin sehr gespannt, was da alles noch kommt. Vor allem was und so. Oh Gott, kommt eine Tür, ne? Ist es das, was ich denke? Kommt da wieder eine Tür oder was ist da? Sieht förmlich danach aus. Ja, Chemikalien kommen, weil wir einmal dabei sind.
Ist das eine Tür da? Da hinten leuchtet es? Oder ist das nur eine Ressource? Ach nee, die Schiene baut sich da hinten auf. Ich habe erst gedacht, was ist das da hinten? Aber da hinten, die Schiene baut sich da hinten erst auf, so Stück für Stück. Das heißt, die generiert sich wahrscheinlich die Strecke. Würde ich jetzt mal behaupten. So. Ich weiß auch nicht, ob man entkommen kann aus diesem Void irgendwann. Also, ob man da irgendwann die Möglichkeit hat, irgendwie im Laufe des, der Storyline, ob da irgendwann die Möglichkeit ist, tatsächlich, tatsächlich zu entkommen. So, hier war unser Essensbude drin, ne? Da können wir mal tatsächlich mal so ein Schnitzel essen. Use. Boah, Alter, wir müssen viel essen, ne? Kann ich das mal eben kochen hier? Hier. Machen wir mal zwei und dann hätte ich mal so zwei Dings da rein. Und dann würde ich... Genau, hier hatten wir, glaube ich, trinken. Oh, hier ist noch ein rohes Fleisch. Das können wir auch mal hier reinpacken, ne? Packen wir das mal hier rein. Boah, die Kisten sind definitiv zu klein. Wir brauchen auf jeden Fall größere Kisten irgendwann später. So, trinken. Hier haben wir auch trinken. Nein, ich würde es gerne usen. Use ich das denn nochmal? Ach nee, Waterbidon. Das war ja, glaube ich, von der Dings, ne? War das nicht von dem Gerät hier? Waterbidon. Genau, wir haben ein Waterbidon hergestellt. Aber was können wir denn damit machen? Ich weiß gar nicht, was man damit machen kann. Muss doch mal schauen. Ich packe den mal hier rein. So, Holz würde ich jetzt erstmal. Hatten wir gesagt, hier Holz? Ja, hier hatten wir gesagt Holz. So, und auf der anderen Seite hatten wir, glaube ich, gesagt Scrap Metal. Nein, nicht essen. Scrap Metal. So. Hatten wir das Grüne noch irgendwo? Ja, da. Wollten wir das nicht irgendwo hier hinpacken? Hier ist noch Leder. Ah, hier ist auch noch Grün. Warte mal. Dann packen wir das doch hier hin. Und dann würde ich das hier neben dem Fett packen. So. Dann haben wir das auch da sortiert. So, hier machen wir dann überall Scrap Metal rein. Essen, schauen wir mal. Ist fertig, ne? Ja. Können wir noch einen Schnitzel braten? Achso, das ist ja noch in der Kiste. Es tut mir leid. So. So, warte. Hier. Und create. Reicht das Feuer? Ich glaube, das Feuer wird, das Holz wird nicht reichen. Gehe ich von aus. Oder? Könnte im Weg. Nee, reicht nicht. Mist. Doch, ist fertig. Juhu! Sehr schön. So, da haben wir noch. Komm, die können wir mal usen, ne? Und trinken auch. Komm, das hauen wir mal uns in den Balch. Oh, er hat zwei Wutz mitgenommen. So, reisen wir mal weiter. So, mal schauen, dass wir wieder ein bisschen was sammeln. Das Grüne, wie gesagt, würde ich jetzt erstmal auslassen. Die Chemikalien da. Die Chemicals. Chemical Brothers. Die würde ich jetzt einfach mal außen vor lassen. Denn wir haben ja da einiges von. Und so oft brauchen wir es jetzt auch nicht. Zumindest aktuell nicht. Mal gucken, dass ich gleich vielleicht da den Dings bekomme. Den, die Engine. Damit wir vielleicht automatisiert fahren. Das wäre geil. Ich meine, so geht's auch. Muss man einfach so sagen, wie es ist, ne? Oh, halt, stopp! Uah. Aktuell spiele ich tatsächlich den Bausimulator, den neuen. Und ich muss ehrlich sagen, der macht mir richtig, richtig viel Spaß. Freundin hat sich den auch geholt. Oder wir haben uns den, beziehungsweise wir haben uns den zusammengeholt. Mega gut, das Teil. Gefällt mir richtig gut, macht echt Spaß. Hat irgendwo hier und da ein paar kleine Macken. Das Tutorial ist unheimlich lang. Wirklich sehr lang. Weil nach der Hauptgeschichte, also nach der Main Story, die man anfängt, der Kampagne, muss man tatsächlich noch drei Nebenaufgaben machen. Das ist ganz schön, ganz schön lang. Das zieht sich ein bisschen. Also ich würde sagen, wir haben mindestens, also 2 Stunden bestimmt. Nur Tutorial. Und das ist für Tutorial, ist das, kann ich das vielleicht verstehen, wenn das unheimlich lang wirkt. Aber ich fand es trotzdem gut, weil man lernt alles kennen. Also auch an den Baumaschinen und so. Das ist halt super.
Weil sonst bist du ja völlig aufgeschmissen, wenn du dich überhaupt nicht auskennst, wie... Ich meine, klar, die Tasten stehen dran, man kann das einschalten. Also, welche Tasten du bedienst da. Und, aber, ich finde es trotzdem, wenn man da so ein bisschen an der Hand genommen wird, ist das doch ganz schön. Da ist man dann wenigstens nicht ganz verloren. Da komme ich immerhin. Scheiße. Egal, war nur Wasser. Solange ich kein Holz und so irgendwie liegen lasse, ist mir das egal. Oh nein, da habe ich Holz liegen lassen. Ich komme, Holz. Hey, was drehen die sich denn da? Fett nehme ich auch mit. So, das wollte ich haben. Mehr wollte ich gar nicht. Wir müssen unbedingt zusehen, dass wir eine vernünftige Waffe kriegen, ne? Weil ich glaube, die Gegner werden auch schwerer. Habe ich jetzt so das Gefühl. Wirkte zumindest letztens so, weil wir ja großartig gestorben sind. Oh, Scrap Metal und Holz. Hallo. Das nehmen wir doch mit. Und wir rudern wieder dahin. Ist hier noch mehr? Gibt es eigentlich ein längeres Seil? Du verstehst, was ich meine, ne? Achso, wäre ich beinahe vorbeigerudert. Bruder Paule, wir müssen auch immer so ein Auge so auf die Schienen haben, ne? Nicht, dass da wieder irgendwas draufsteht und dass unser Zug da nachher kaputt geht. So, ich würde gleich mal kurz anhalten und testen. Oh! Halt, stopp! Bremse! Danke! So, weil hier ist erstens so viel. Der hat auch ein bisschen was gedroppt. Drop it like it's hot und so. So, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Leder, Miet, geil. Oh, ein geiles Schnitzel. Ich liebe ja Jägerschnitzel, ne? Muss man einfach sagen, mein Lieblingsgericht. Jägerschnitzel mit Pommes oder Kartoffeln. Warte. Ah, leider nicht. Diesmal nichts getroffen, nichts bekommen. Egal. Aber wir können ein bisschen einräumen. Wir haben ja Fett wieder bekommen und so. Fett ist immer gut. Leder haben wir auch wieder. Das müsste hier sein. Nein, eine Etage tiefer. Da. So, dann würde ich sagen, da unten passt echt noch eine Kiste rein, ne? Aber ich würde sagen, wir machen die jetzt erstmal voll hier. Holz, Holz, Holz. Und da passt noch Scrap Metal rein. Da passt auch noch Scrap Metal rein. So. Essen. Ja. Wir brauchen echt eine zweite Essenskiste, ne? Obwohl, ich esse das mal, das Schnitzel, und pack das mal hier rein. War jetzt eigentlich völlig überflüssig. Trinken können wir auch mal herstellen. So. Haben wir jetzt alles hier gesammelt? Ich bin mir nicht sicher. Bevor wir jetzt losdüsen. Und bevor wir in den nächsten Bereich gehen, also zum nächsten Bahnhof. Der nächste Bahnhof. Der nächste Bahnhof ist stets für Sie bereit. Würde ich sagen, machen wir kurz mal einen Zwischenstopp und schauen mal, ob wir vielleicht irgendwas herstellen können. Wie gesagt, die Engine, obwohl sie eigentlich meiner Meinung nach aktuell noch überflüssig ist, weil... Weiß nicht, brauchen wir die? Macht das Sinn, jetzt die Engine zu machen? Ich meine, wir können sie researchen, ne? Researchen können wir sie gerne machen. Also das, was sie wenigstens entdecken und erfinden. Aber der Sinn jetzt so von der aktuellen Engine, ich weiß nicht. Klar, man ist schneller unterwegs, alles gut und alles schön. Hatte ich erwähnt? Ich glaube, man kann das sogar im Multiplayer spielen. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Oh, halt, stopp, Bremse. Da ist noch was. Da ist noch Holzi-Holz. Habe ich sonst irgendwas? Ich habe wahrscheinlich 1000 Sachen übersehen. Ich weiß es genau. So, dann lass doch mal gucken. Wir brauchen auf jeden Fall Barren, ne? Wir müssen ja... Was müssen wir denn herstellen? 8 Barren. Wir brauchen 4... Oh, ich muss mir das notieren. Entschuldigt mal eben, ich muss mir das notieren. Ich kann mir das nicht behalten. Ich bin schon so ein alter Mann, ich kann mir sowas nicht behalten.
So, dann nehmen wir mal den guten Stift. 4 mal Zahnrad, dann 4 mal Kolben, dann brauchen wir 4 mal Kupferdraht. Und wir brauchen 4 mal Schrauben. So, das heißt, wir brauchen... Ah ja, und 8 mal Barren. 8 mal Barren. Das heißt, wir brauchen ja alleine schon für die ganzen Materialien brauchen wir ja alleine schon richtig viele Barren, ne? Und richtig viel Holz. Lass mal gucken, was brauchen wir denn bei der Workbench? Also, für ein Zahnrad, also brauchen wir 4 Barren hier schon mal. Ich schreibe das mal auf. 4 Barren. Kolben. Kolben brauchen wir, oh Gott, auch 4 Barren. Und 4 mal... Ah, was war das denn nochmal? Nein. Ach, das war der Greifhaken, ne? Stimmt, den haben wir ja auch. Den können wir ja auch mal herstellen. Den stellen wir beim Lab her, ne? Das Zeug, ne? Grease, genau. Grease. 4 mal Grease. 4 mal Grease. So. Dann brauchen wir... 4 mal Kupferdraht ist 4 mal... Kupferbarren. So. 4 mal Schrauben bedeutet 4 mal Barren. Jetzt schon wieder am Kotzen. Ja gut, 4 mal Barren ist klar. Also brauchen wir 4, 8, 12, ne? Ja. 12 Barren. Und 4 Kupferbarren. Ne, Moment, wir brauchen mehr. Wir brauchen 20. 20 Barren brauchen wir. Wir brauchen 20 Barren und 4 Kupfer. Alter, 20 Barren. Leck mich an eine Fott. Leck mich an eine Fott. 20 Barren. Sollen wir mal gucken, ob wir das mal irgendwie so einigermaßen geschissen kriegen? Oh, der Flexi hat aber schon ordentlich gesammelt, ne? Muss man ja sagen. So, Holz brauchen wir auch. Zum Brennen. Also, wir brauchen jetzt erstmal 20 normale Barren. So. 5 Stück. Change. Packen wir mal hier rein und let's go. So. Ey, Fridolin! Fridolin! So. Er ist so super. So, haben wir hier in der Umgebung noch irgendwas? Während die Barren gerade kochen, können wir ruhig mal ein bisschen weiter düsen. Wie gesagt, ich würde jetzt erstmal ganz gemütlich diese Barren herstellen. Ohne Stress, ohne alles. Ganz entspannt. Zwischendurch können wir nochmal ein bisschen Holz und so sammeln. Wasser vielleicht nochmal zum Trinken. Da sehe ich auch Holz. Da sehe ich Scrap Metal. Leuchtet da was? Nee. Ich sehe schon Dinge leuchten, wo gar keine sind. Ist schon so weit. So, das nehmen wir mit. Dann. Da oben. Da, ja, 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 ja. Ich komme, Holz. Weil bevor wir den nächsten Kampf eingehen, wir müssen auch mal zusehen, dass wir irgendwie Wände kriegen für den Zug, ne? Weil die haben ja uns ganz schön zugesetzt beim letzten Mal, wenn ich mich recht entsinne. So. Ich glaube, der Ofen ist fertig. Oder? Ja, ich glaube, der Ofen ist fertig. Halt, stopp, anhalten! Anhalten! Ich muss hier raus! Kennt das einer, dieses TikTok-Video mit dem Jungen? Habe ich, glaube ich, letztes Mal schon erzählt, ne, oder? Oder so die ganze Zeit so an einem. Ich glaube, entweder hat er falsch gedrückt oder so. Irgendwo hatten wir schon Barren. Da. Ist er im Bus?
und hat wahrscheinlich vergessen zu drücken oder so. Und der Busfahrer hält aber nicht, oder der hält zwar da an, aber der macht wohl halt wohl vergessen, die Tür aufzumachen. Und dann steht er so an der Tür und sagt so, ich muss hier raus. Aber was für eine Tonlage auch. Super. Richtiger Meme schon. Kann man nicht irgendwie das anders hinzufügen? So, nochmal 5. Macht 10. So, das ist richtig teuer, ne? Und wir müssen die Engine ja auch nochmal dann herstellen. Das ist ja jetzt erstmal nur zum Entdecken, dass wir die Engine quasi irgendwann bauen können. Und dann müssen wir dieselben Materialien nochmal haben, um es zu bauen. Das ist, ja. Gut. Aber ich finde es gut, dass wir unseren Zug schon verlängert haben. Ich frage mich, wenn der kaputt ist, verlieren wir dann den Anhänger? Wir müssen unbedingt... Oh, halt, stopp. Wir müssen unbedingt unsere Ressourcen schützen, ne? Mit Wänden und so. Weil wenn die da draufballern und die Kisten kaputt gehen, habe ich Angst, dass sie nachher verschwinden oder so. Das wäre natürlich richtig mies. Weil wir müssen ja anscheinend ja auch alles reparieren, wenn es Schaden genommen hat. Ich glaube, der Ofen ist schon wieder fertig.